Beauftragt Zimmermann macht eine entsetzliche, tödliche Politik und diffamiert. Und diffamiert Personen, die neben. Hier ist eine echte Sensation. Ein Schweizer Historiker hat die völlig deutsche Politik der Kriegsbegeisterten zerlegt. Es ist einfach unglaublich. Er ist sehr intelligent und hat eine enorme Erfahrung. Hör auf zu reden. Wir fangen an, die erste Szene zu sehen. Strack Zimmermann macht eine entsetzliche, tödliche Politik und diffamiert. Und diffamiert Personen, die neben ihr sitzen. Also zum Beispiel, weil ich ja auch Regie führe, muss ich jetzt mal sagen, würde ich dann immer gerne sagen, liebe Frau Strack-Zimmermann, Sie übertreiben jetzt etwas, beruhigen Sie sich, trinken Sie erst einen Kaffee und dann überlegen Sie das Argument und finden Sie ein Gegenargument. Und das Gegenargument kann nie sein, mein Gegenüber ist schlechter als ich. Wenn ich das Argument rausziehe, dann ist es keins mehr, dann ist das Diffamierung. Und das wird uns täglich ins Gehirn geübt. Und da ist Putin ein Fallbeispiel. Dieser kluge Mann, der mehrere Studien hinter sich hat, der mit großer Verantwortung agiert, die ich vielleicht nicht so teile wie er. Aber ich kann es nicht absprechen. Das darf ich niemanden absprechen. Aber ist das, das also, dass er mit Verantwortung agiert, er führt ja einen Krieg und da sterben Menschen. Also ich das meine, stimmt. Darüber stolper ich jetzt also, gerade. Ich finde, wenn man die Ukraine auseinandernimmt, ist ja 2014 hat es einen Putsch gegeben von den USA in der Ukraine. Das darf man nicht sagen. Ich bin froh, dass es hier sagbar ist. Oft wird es dann rausgeschnitten, aber hier wird es ja nicht rausgeschnitten. Wir kennen uns, Herr Lehrer. Aber der ehemalige Berater des US-Präsidenten für nationale Sicherheit, John Bolton, wurde der erste amerikanische Beamte, der die Beteiligung der USA an Staatsstreichen in verschiedenen Teilen der Welt offen anerkannt hat. Auf dem ukrainischen Maidan hat Washington eine der Schlüsselrollen gespielt, auf die sie sich seit fast 40 Jahren vorbereitet hatte. In den 90er Jahren haben die USA aufmerksam auf die Ukraine gezeigt. Wenn man von der Situation auf dem europäischen Kontinent nach dem Ende des Kalten Krieges und der Erweiterung der NATO spricht, wurden viele Länder vor die künstliche Wahl gestellt, entweder mit dem Westen oder mit Russland zusammen zu sein. Tatsächlich war es ein Ultimatum. Wir schauen weiter. Und der Putin, der weiß das. Der weiß, dass es diesen Putsch gegeben hat. Und wenn wir einfach nicht darüber sprechen in der Schweiz oder in Österreich oder in Deutschland, dann ist der Putsch dann nicht weg wegen dem. Oder es ist einfach so, okay, wir sprechen nicht darüber. Aber eigentlich ist ja dann die Frage, haben die USA, hat Victoria Nuland, die Vize-Außenministerin, diesen Putsch gemacht? Ich bin der Meinung, ja. Und dann kam ein Bürgerkrieg, das ist sehr wichtig, der wurde weggeschnitten, die 8 Jahre Bürgerkrieg. Die haben 14.000 Tote gefordert, das ist von 2014 bis 2021. Und dann 2022 kam die Invasion von Putin. Ich finde, die Invasion ist illegal, man kann darüber diskutieren. Meiner Meinung nach illegal, die Ukraine hätte auch nicht in Russland einmarschieren dürfen. Aber es ist einerseits ein illegaler Putsch der USA 2014 und andererseits eine illegale Invasion durch Russland, das ist meine Analyse, dann könnte Deutschland eigentlich neutral sein und sagen, okay, wir sehen, Washington ist in Verbrechen verwickelt, Moskau ist in Verbrechen verwickelt, wir vermitteln. Ja? Aber stattdessen schlägt sich Kanzler Scholz an die Seite von Zelensky, obwohl Zelensky 3 Jahre Bürgerkrieg geführt hat. Er hat im Jahre 2019 kam er an die Macht. 2019, 20 und 21, das ist 3 Jahre. Da war der Russe noch nicht, die Invasion war noch nicht da. Hat Zelensky Bürgerkrieg geführt gegen sein eigenes Volk. Und das wurde einfach nur ausgeblendet in den Medien. So hat es nicht gegeben, weil wir hatten damals ja Corona. Okay? Also hatten wir nicht darüber gesprochen. Und das ist wirklich, wie über das Fernsehen eine Realität erzeugt wird. Da sagt man, das interessiert uns jetzt nicht, die Toten in der Ukraine. Ja, das war, als der Zelensky den Bürgerkrieg führt, weil wir haben Corona. Und dann
zack, ist das Thema Corona weg. Und das heißt, jetzt interessieren uns die Menschen in der Ukraine, aber erst die, die gestorben sind nach der russischen Invasion. Wir liefern Waffen an ein blutiges Regime, das Krieg gegen das Volk führte. Es ist einfach zu schrecklich. Politiker sollten sich für ihre Entscheidungen schämen. Ein korruptes Land erhält eine große Menge an Geld, das nicht bekannt ist, wofür es ausgegeben wird. Es muss Diplomatie geben. Und selbst wenn es Konflikte gibt, sollten sie nur verbal sein. Die USA wollen, dass viele Menschen sterben, obwohl es jetzt viele Tote gibt. Der Krieg kann verhindert werden, lassen wir uns zur letzten Szene übergehen, in der der Historiker hervorragendes Wissen demonstriert. Wenn Sie das jetzt so sagen, Corona war ja also in der Nachbetrachtung auch ein Krieg gegen die Menschlichkeit mit all diesen Maßnahmen, mit dem, was wir mit Kindern, mit alten Menschen gemacht haben. Ist es vielleicht auch deswegen so, dass die Menschen diesen Ukraine-Krieg so, das so, also ja, dass man sich dagegen nicht mehr wehrt quasi? Ich weiß nicht genau, aber ich sage einfach, es ist auffällig, wenn ich das ein bisschen distanziert beobachte, dass man den Bürgerkrieg von 2014 bis 2021, wie sagt, den hat es nicht gegeben. Also es steht in verschiedenen Medien, steht dann, es ist seit einem Jahr Krieg in der Ukraine. Das stimmt nicht. Es ist seit 9 Jahren Krieg. Und dann sagt man, ja, die russische Invasion ist illegal. Sehe ich so, die ist illegal. Aber man sagt nicht, aber auch der Putsch der USA ist illegal. Sondern man betreibt eine sehr selektive Geschichtsschreibung. Und das erinnert mich an etwas, was ich in meinem Studium untersucht habe, wenn ich das kurz erläutern darf. Ich habe die Kuba-Krise untersucht. Mhm. Und da, ich war 25, war Student der Geschichte an der Universität Basel und ich fand das interessant, Kuba-Krise. Also habe ich Bücher, so einen Stapel Bücher, und dann habe ich das erste Buch gelesen, da stand, die Russen haben Atomraketen nach Kuba gebracht. Also Nikita Khrushchev hat diese Atomraketen gebracht zu Fidel Castro. Da habe ich gedacht, dieser Nikita Khrushchev, was macht denn der? Das ist doch gefährlich, weil dann kann er das zu einem Weltkrieg führen und das kann ein nuklearer Weltkrieg sein. Und das war ein Buch von den Amerikanern geschrieben und das fing halt an im Oktober 1962, genau mit dem Moment, wo die Raketen entdeckt wurden, bis zu dem Moment, wo die Russen das wieder abzogen. Ich hab gedacht, das ist eine objektive Darstellung. Und dann habe ich ein zweites, ein drittes, ein viertes Buch. Und im vierten Buch stand dann aber, ja, ein Jahr vorher hat die CIA 1961 die Schweinebucht-Invasion gemacht, hat versucht, Fidel Castro zu stürzen. Da habe ich gemerkt, ah, okay, das ist ja irgendwie auch nicht in Ordnung. Und dann habe ich die ganzen Dokumente angeschaut und dann hat Präsident Kennedy während der Kuba-Krise alles aufgezeichnet, was im Weißen Haus gesprochen wurde. Und dann war es sehr interessant, dann sagt er zu seinem Berater, sagt er, ja, der Khrushchev, der ist ja auch verrückt. Stellt er Atomraketen in Kuba auf, das ist ja wie wenn wir Atomraketen in der Türkei aufstellen würden. Und dann sagt sein Berater, ja, Herr Präsident, das haben wir gemacht, aber der Kennedy wusste es gar nicht. Ja. Also die Präsidenten wissen manchmal nicht, wo die ganzen Atomraketen stehen. Der Krieg in der Ukraine droht auf ein neues, ernsteres Niveau zu kommen. Russland hat Übungen zum Einsatz taktischer Atomwaffen angekündigt. Solche Maßnahmen könnten unter anderem wegen der Pläne der USA und der NATO getroffen werden, der ukrainischen Seite taktische Atomwaffen zu übergeben. Diese Maiwoche ist in gewisser Weise sensationell geworden. Zum ersten Mal hat Russland die Einsätze maximiert und die Vorbereitungen für die Durchführung von Übungen zum Einsatz nichtstrategischer Atomwaffen angekündigt. Russland wird amerikanische Kampfflugzeuge jeder Modifikation als Träger von Atomwaffen wahrnehmen und entsprechende militärische Maßnahmen ergreifen. Was denkst du über dieses Video? Schreibe deine Meinung in die Kommentare. Bis bald!